Moin Moin und ein herzlich willkommen auf dem Kanal von mir. Herzlich willkommen, ne? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es natürlich wieder an den Capri. Bei bester Laune gehen wir uns heute mal an die Auspuffanlage dran. Weil hinten waren ja so Salzstangen quasi nur hinten raus. Das blende ich euch mal ein Bild ein. Ja, so sah es quasi aus. Das sind die Röhrkisten, die da drauf waren. Schon leicht gammelig. Hab mir jetzt ein Stück Rohr besorgt. 50 mm. So sieht das gute Stück aus. Ja, jetzt passe ich das gerade alles an. Hab schon mal hier ein Stück abgeschnitten. Das wird gleich noch gerade abgeschnitten. Keine Angst, Jungs, keine Angst. Dann habe ich mir einfach das Rohr genommen. Hab es. Weil die waren ja, original waren die so oval, müsste man eigentlich erkennen. Hab mir das in einen Schraubstock eingespannt und habe mir dann so angeguckt, wie ich es gerne haben wollen würde. Ich habe das hier bis zum Aluschutz, bis zur unteren Kante gemacht und habe das bis auf 4 cm hier, habe ich einfach den Abstand gemessen, bis 4 cm gemacht. Sieht jetzt so aus. Finde ich auch reicht von der Ovalität her. Auf der linken Seite ist das alles kein Problem. Klar, das muss alles noch schön gemacht werden. Aber erstmal so. So sieht es jetzt aus. Kann man ja noch ausrichten und dann mit einer Schelle oder mit zwei Punktschweißungen da dran. Ja, so sieht es auf jeden Fall gut aus. Ich weiß noch nicht, ob ich das schwarz mache oder ob ich bis hier schwarz lackiere und das hier alles poliere. Ich weiß es noch nicht, muss mir mal angucken, wie es original aussah, weil das weiß ich jetzt so aus dem Stegreif nicht. Auf der Seite hat mein Vater hier einen Halter dran gemacht für den Auspuff, für quasi Endschalldämpfer. So wird das dann aussehen. Und zuerst habe ich mir gedacht, machst du dir hier so ein ganz hochprofessionelle Dingsen rein, damit das weit genug reinkommt. Kommt aber nicht weit genug rein. Jetzt versuche ich das Endstück hier zu lösen. Habe auch schon die Schelle hinten ab, aber ich hoffe, dass ich es rausbekomme. Dann schweiße ich hier ein Blech dran, dass der Halter quasi nicht mehr so weit nach vorne ragt. Dann kann ich weiter hier das Röhrchen abschneiden, dass ich weiter mit dem ovalen Stück reinkomme. Und ja, so sieht es bis jetzt aus. Ich hoffe, ich kriege das Röhrchen hier ab. Das Salzstangenröhrchen. Dann wickele ich das auch nochmal neu mit Hitzeschutzband, weil an der Stelle ist das schon am Scheuern gewesen, weil der Auspuff mal nicht richtig hang. Ja, jetzt probiere ich das aus und dann hole ich euch wieder ab, ne? Salzstangen habe ich auf jeden Fall rausbekommen. Dieser Halter war hier dran verschweißt, deswegen habe ich das Rohr nicht weiter drüber bekommen. Ja, auf jeden Fall habe ich mir, das ist ganz hochprofessionell, ich habe mir einfach nur ein Blech genommen, habe das erstmal angepunktet, damit der Halter an der gleichen Stelle bleibt. Habe dann hier das dicke Blech, weil so ein dickes Blech habe ich jetzt nicht hier, habe das abgetrennt, mache das jetzt sauber und werde das nach hier hinten versetzen. So komme ich dann auf jeden Fall weiter drüber mit dem Röhrchen und dann sollte das klappen. Klar, das wird jetzt alles noch verschliffen und so, damit das wieder rund ist. Dann werde ich hier überall mal mit der Schrubbscheibe hier drüber gehen und werde das nochmal neu schwarz-matt lackieren. Und ja, so sieht das Ganze bis jetzt aus. Also hat bis jetzt alles wunderbar geklappt. So, den Halter habe ich jetzt schon mal umgebaut. Hier an der Seite habe ich den abgemacht. Hier habe ich blank geschliffen, habe mir den so positioniert, habe da jetzt nur ein, zwei punktuelle Schweißungen gemacht. Das werde ich jetzt gleich nochmal ein bisschen ordentlicher machen. Und dann habe ich den Halter auf jeden Fall schon mal umgebaut, sodass ich halt hier mehr drüber stecken kann quasi. Ich bin auf jeden Fall immer noch dran am Auspuff. Was mir aufgefallen ist, als ich die Umwicklung hier, die Hitzeschutzumwicklung losgemacht habe, natürlich von hier bis hier, ich sollte auch drauf zeigen, so groß, wie man hier noch erkennen kann, alles
Rost durchgefressen. Ich versuche jetzt mit kleinen Blechchen einmal hier. Und dann setze ich mir noch hier so eins hin, weil es um die Ecke ziemlich schwer ging. Versuche ich da Bleche drum zu setzen. Aber das gar nicht so einfach, weil der schon so rost angegriffen ist, dass, also wenn man mit viel Spannung oder Vorschub schweißt, dann kommen da sofort Löcher rein. Also muss man ganz vorsichtig langsam schweißen. Deswegen sehen die Schweißpunkte jetzt auch noch so aus. Ich gehe da natürlich noch ein paar Mal rum, dass auch alles abgedichtet, also alles verschweißt ist. Aber ja, so schnell kann gehen. Ich habe auch mal im Internet geguckt. Ich habe diese Rohre nirgendwo gefunden. Deswegen werde ich das auf jeden Fall versuchen, so zu retten. Ach ja, und nochmal zum Thema Schweißen, wie mir da beigebracht wurde, wenn man so ein Blech einsetzen will. Erstmal grob die Rundung anfangen, dann punktuelle Schweißung erstmal machen, also nicht rundherum, aber desto weiter man kommt. Wenn jetzt hier was abstehen würde, mit dem Hammer runterhauen, schweißen, wieder zur nächsten Ecke gehen, runterklopfen, dass es immer aufliegt und dann verschweißen. Das erste Blech habe ich jetzt schon mal verschweißt, überall Punkte einfach drauf. Ich will ja nur, dass das ein bisschen dichter auf jeden Fall ist, weil hier ist ja komplett alles rausgerostet. Jetzt muss ich mir noch ein zweites Blechchen anfertigen, was dann quasi hier noch einmal drüber geht. Und in der Mitte verschweiße ich das dann auch, weil hier zu den beiden, da weiß ich, dass das Blech auf jeden Fall sehr gut ist. Und nicht, wenn ich da anfange zu schweißen, dass da Löcher noch weiter reinkommen. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe das jetzt einmal komplett durchgeschweißt. Verurteilt mich nicht. Das sind nicht die allerbesten Schweißnähte, aber ich finde, es geht auf jeden Fall. Ich werde das jetzt auch wieder einwickeln in das Hitzeschutzband. Und hoffen, dass es einigermaßen dicht ist. Also ist auf jeden Fall besser, als so ein Rostloch quasi da drin zu haben. Und ja, dann geht es gleich wieder in den Einbau. Endschalldämpfer habe ich wieder dran, beziehungsweise das Röhrchen habe ich hinten wieder dran. Die Blenden habe ich jetzt mal lackiert. Und ja, das war es im Prinzip. Klar, ich werde die jetzt noch wieder befestigen. Also hier hinten dran ausrichten. Dann setze ich mir hier einen Schweißpunkt dran. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall reichen. An der anderen Seite genau das gleiche. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall schon mal wieder die Optik vom 2.6 RS hinten auch. Nicht diese komischen Salzstängchen da raus, ne? Ja, ich zeige euch das nochmal, wenn das alles zusammengebaut ist und auf dem Boden steht. Die Endschalldämpfer habe ich jetzt fertig montiert, habe da zwei Schweißpunkte jeweils an die Blenden dran gemacht. Sieht jetzt so aus. Klar, ich glaube, original ist das Rohr, also das Oval ist noch ein Stück größer. Aber für mich ist das völlig ausreichend. Ich finde, so sieht das schon optimal aus. Und nicht mehr diese Salzstängchen hinten raus. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, ne? Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.